Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Reingeschnuppert-Projekt. Wir schnuppern mal in Uri, The Blind Forest, and The Blind Forest, Entschuldigung. Das Spiel an sich gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger. Ich werde es aber jetzt mal mit der neuen Version, die kürzlich rausgekommen ist, mal für euch ein bisschen anspielen. Gespielt habe ich selbst das Spiel schon etwas weiter. Ich habe wie beschreibe ich das am besten? War es ein Eistempel? Ich glaube, es war ein Eistempel, wo ich aufgegeben, wo ich dann irgendwann auch ein bisschen die Motivation verloren hatte, weil es dann auch noch andere Spiele gab und mehr und Privatleben und so. Auf jeden Fall spiele ich Uri also nicht blind. Dementsprechend müsste man jetzt eigentlich meinen, hier wären zum Beispiel hier drin wären auch schon Sachen, aber dadurch, dass ich ja jetzt hier für euch die neue Version spiele, ich habe Escape gedrückt, danke, ist hier natürlich noch kein Spielstand vorhanden, heißt, wir kommen wirklich komplett von vorne an und gucken mal, was die neue Version denn jetzt wirklich alles bereithält. Gehört habe ich von tieferer Storyline, von besserer HD-Grafik. Ich würde sagen, wir stellen das jetzt mal auf den Prüfstand und gucken uns da mal das Intro an. Bis gleich. Oh, wir müssen noch einen Spielstand wählen. Goldene Mitte. Ja, zum Anspielen recht leicht.
nach all dem nochmal Hallo bei Ori, dem wir auch jetzt gerade spielen, mit dem ich hier schon fleißig rumspringe. Wir befinden uns gerade noch im Intro. Falls es aufgefallen sein sollte, die liebe Naru, die musste gerade von mir gesteuert werden. Ich hoffe, es ist nicht allzu sehr aufgefallen. Ich hatte mich bemüht, es halbwegs, naja, der Videosequenz ein bisschen anzupassen. Und ich muss sagen, nach dem, was ich bis jetzt vom Intro gesehen hatte, haben sie da wirklich nochmal ziemlich viel dran gemacht. Es ist noch nicht lange her, dass ich Standardversion von Ori nochmal neu angefangen, geschweige denn, was heißt neu angefangen, ich hatte die Intro-Sequenz nochmal durchgespielt, weil ich sie mega schön finde. Und ja, ich sehe auch hier, sie haben echt mega viel dran gemacht und ich freue mich gerade mega, euch das hier mit euch anspielen zu können. Geh mal weiter. Entschuldigt bitte, wenn ich etwas leiser bin. Ich weiß nie genau, wann die Stimme was sagt. Ich frage mich, was das für Früchte sind. Ich persönlich würde sagen, es sind Äpfel. Es könnten aber auch alles andere sein, aber ich muss sagen, die lassen sich ja echt gut gehen. Aber wir wollen mal gucken, was das für ein merkwürdiges Licht war. Ja, wie man sieht, ziemlich schlechte Zeiten.
Ja, und wie es unser kleines Achievement, was wir gerade bekommen haben, schon gesagt hat, ab jetzt beginnt unsere Reise. Als der kleine Ori, das Kind des Lichts. Huch. Ja, ich muss mich erst wieder ein bisschen in die Steuerung fuchsen. Ist nicht ganz einfach. Wird aber noch schwierig. Also schwieriger. Jetzt gerade geht es noch. Nein, nein. Zum Glück gibt es hier keinen Fallschaden. Boah, ich kann Doppelsprung für sehr gut. Okay. Die Dinger, da sollte ich besser nicht gegenspringen, die werden mir ganz schön wehtun. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Dafür brauchen wir nämlich erst noch etwas anderes. Ein anderes, ja, Lichtwesen, wenn man so möchte. Warte mal, kann ich da einfach reinlaufen? Ja, kann ich. Hervorragend! Du hast ein kleines Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde Geisterlicht zu deinem Kreis hier unten hinzugefügt. Weitere Geisterlichtgefäße, um schnell Fähigkeitenpunkte zu sammeln. Ja, das machen wir so gut wie möglich. Oh, ich mag nicht blind springen. So, das war, glaube ich, besser. Komme ich überhaupt schon so rüber? Tatsache. Du hast einen Lebenssplitter gefunden. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Also unser Leben, diese drei Kugeln hier unten, die entsprechend nach unseren gewählten Skills auch sehr gerne sehr viel mehr werden. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Das ist quasi, funktioniert ein bisschen wie Mana. Das ist das, was wir hier sehen. Und wenn wir jetzt E gedrückt halten, stehen wir quasi, ja, wie so eine Flamme am Boden her. Und an der können wir halt auch Fähigkeitenpunkte einstellen und unser Spiel speichern, wenn ich das jetzt gerade mal hinkriegen würde. Ich weiß, es wurde gerade kurz angezeigt, wie es geht. Ich lasse jetzt nicht so auf mir sitzen. Ach, hasst mich doch. Ich lasse es doch so auf mir sitzen. Wir wollen ja schließlich auch noch ein bisschen weiterkommen. Was zur. Ja, so schnell kann es gehen. Du hast etwas Geisterlicht gefunden. Wenn du den Kreis füllst, erhältst du einen Fähigkeitenpunkt. Juhu, heißt von Gegner töten erhalten wir dementsprechend Fähigkeitenpunkte. Also EP, was ja auch Sinn macht. Wenn ich unten gehe. Unten ist noch was. Stopp, stopp, stopp. Und damit können wir nun einen Fähigkeitenpunkt einsetzen.